Herzlich willkommen zum letzten und vielleicht spannendsten Programmpunkt des Tages. Wir wollen nämlich versuchen, vieles, was wir heute gehört haben, zusammenzubinden, um zwei entscheidende Fragen zu beantworten. Wie können Daten helfen, den Rückgang der Biodiversität nicht nur zu erfassen, sondern auch aufzuhalten und vielleicht sogar umzukehren? Und wie können die verschiedenen Projekte und Initiativen in Zukunft zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen? Da eigentlich alle Projekte noch am Anfang stehen, ist das Potenzial groß. Es geht darum, eine gemeinsam nutzbare Infrastruktur zu bauen und Forscherinnen und Forscher genauso mitzunehmen wie Naturschützer und die gesamte Biodiversitätscommunity. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit 5 Referentinnen und Referenten. Einige haben Sie im Laufe des Tages bereits kennengelernt. Ich stelle noch einmal kurz vor, der Reihe nach Professor Christian Wirth, Sprecher des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung, EIDIF. Daneben Professor Dr. Birgit Gemeinholzer als Co-Sprecherin beim NFDI for Biodiversity. Eigentlich müsste ich es doch jetzt wirklich kennen, betreut sie verschiedene Anwendungsfälle. Dann haben wir Dr. Andreas Krüss, Leiter des Nationalen Monitoring-Zentrums zur Biodiversität, und Professor Frank-Oliver Glöckner, Sprecher der NFDI for Biodiversity, und hier direkt neben mir Klaus-Jürgen Konze, Libellenexperte und Vorsitzender der Fachgesellschaft der Odonatologen. Noch kurz zum Verfahren. Wir werden jetzt hier zunächst auf dem Podium diskutieren, etwa 40 Minuten, und dann in den letzten 15 bis 20 Minuten auf Ihre Fragen und Beiträge eingehen. Und wie auch schon vorher für die Teilnehmer bei Zoom, bitte schreiben Sie Fragen in den Chat oder melden Sie sich später mit dem Handzeichen, dann können Sie die Fragen hier auch live stellen. Fangen wir mit der Praxis an. Herr Konze, Sie haben uns vorhin ja schon einen Einblick gegeben. Würden Sie noch einmal zusammenfassen, welche Erwartungen Sie an die nationale Datenerfassung haben und was für Sie so wirklich die zentralen Punkte sind? Zum einen bei NFDI for Biodiversity, aber auch bei dem Nationalen Monitoring-Zentrum zur Biodiversität. Ja, gerne. Also ich denke, für uns ist entscheidend, dass wir eben unsere Daten gut einbringen können. Das ist im Rahmen der Fachgesellschaften in der Regel nicht so einfach, weil die Daten föderal gehalten werden. Das heißt, man muss irgendwie auch eine Lösung dafür finden, dass man 16 Bundesländer mit ins Boot nimmt, dass man dabei natürlich vor allen Dingen geeignete Standards findet. Das Problem ist ja vorhin schon angesprochen worden, wobei ich denke, dass man das so ein bisschen abschichten kann. Es gibt meiner Ansicht nach für viele Daten einen gemeinsamen Konsens, wo es auch Standards zu geben kann und sollte. Und dann muss es eben einen Kanon geben, der wahrscheinlich artengruppenspezifisch oder themenspezifisch bleiben wird. Aber das ist für mich ein ganz zentrales Anliegen, dass man diese Dinge zusammenführt. Das würde es für uns als Fachgesellschaften auch interessant machen, dann eben zu gucken, welche Daten sind eben andersherum auch für uns verfügbar, um eben zu prüfen, der Mehrwert für uns, wenn wir jetzt unsere Daten mit diesen verschneiden, kriegen wir dann neue Ideen. Oft ist es ja so, dass die Ideen gar nicht mal von uns kommen müssen, weil wir gucken auf die Daten, wir haben quasi Scheuklappen auf. Ich glaube, dass die Forscher-Community oder Leute aus ganz anderen Richtungen, die entwickeln auf einmal eine Perspektive, haben eine Idee und die könnte uns alle weiterbringen. Und deshalb wollen wir da eben mitmachen, das einbringen. Aber dafür ist eben diese Plattform wichtig. Und ein wichtiger Punkt ist dabei auch die Qualitätskontrolle, dass wir uns alle einig sind, dass die Daten gut sein sollen, dass sie kontrolliert sein sollen. Und um das sicherzustellen, ist es wichtig, dass sie immer auf den Ursprung wieder zurückzuführen sind. Mhm. Frau Professor Gemeinholzer, Sie betreuen gleich mehrere Use Cases. Sind das so typische Fragen, mit denen sich Praktiker beschäftigen? Datenqualität, Probleme vielleicht mit föderalen Strukturen?
Auf jeden Fall, in allen Bereichen. Die Daten sind ja meistens irgendwo aus Teilinteressen generiert worden oder werden auch als Teilinteressen gehalten. Zum Beispiel ist Naturschutz in Deutschland föderal. Das hatten wir ja schon gesagt. Dann gibt es die verschiedenen Interessensvertreter, die in unterschiedlicher Datenqualität ihre Daten erheben. Eben von den Experten, die wirklich genial gut sind, bis hin vielleicht auch zu Citizen Science Projekten wie der Naturgucker, wo alle verschiedenen Daten hineinkommen. Aber das sind ja alles trotzdem Daten, die von Wert sind. Und wir brauchen eben diese Verschneidung und diese Abgleich, damit wir wirklich ein übergreifendes Datengefüge haben, eine Datenbasis, auf die wir zugreifen können. Und das ist momentan nicht möglich in Deutschland. Ja, Professor Klöckner, Herr Dr. Krüss, möchten Sie darauf antworten? Wie gehen Sie mit diesem Problem der Qualitätssicherung auch der föderalen Strukturen, aber vielleicht erstmal der Datenqualität? Wie gehen Sie damit um? Ja, wenn man das als Aufgabe jetzt sieht, was ich ja vorhin gesagt habe, dass wir ja auch perspektivisch auch das Biodiversitätsmonitoring auf der Bundesebene weiterentwickeln wollen, dann ist natürlich da auch ein ganz wesentlicher Ansatz. Wie gehe ich methodisch, welche Methoden setze ich ein natürlich, um die Daten zu erheben? Welche Techniken setze ich ein, damit auch schon bei der Gewinnung der Daten natürlich letztendlich schon die Qualität und die Belastbarkeit dieser Information da ist? Und auch da braucht es eine ganze Menge natürlich an Abstimmungsprozessen, Harmonisierung von Methodiken im Feld, Harmonisierung bei der Datenerfassung natürlich, auch bei den Metadaten, die erhoben werden müssen. All diese Prozesse muss man ja von Anfang an mitdenken, weil das macht es ja viel einfacher, als hinterher heterogene Daten versuchen zu standardisieren oder zu harmonisieren. Da bleibt immer was auf der Strecke. Also das ist so unter anderem mit eben unserer Aufgaben, dass wir die Materialien bereitstellen, die Dialoge führen, damit klar ist, was ist sinnvoll an Methoden umzusetzen, welche Techniken sind jetzt vielleicht auch schon in der Fläche umsetzbar, neue Techniken oder nicht. Brauchen wir den Experten im Feld, an welcher Stelle kann man ihn mit anderen Dingen entlasten, welche Aufgaben können andere Instrumente, Bilderkennung und anderes schon wahrnehmen. Aber das sind alles auch Dialoge, die man ständig führen muss, weil das ist ja ein Prozess, der sich momentan unheimlich stark entwickelt in diesem Bereich auch. Und da muss man auch immer nachjustieren. Also da sehe ich schon eine sehr große Aufgabe für uns. Ist es beim NFDI auch so oder ist das eigentlich auch eine Aufgabe, die schon im Vorfeld quasi von den Forschenden erfüllt werden muss, also von denjenigen, die die Daten erheben? Die Qualitätssicherung, Frau Gemeinheuer. Also. Zum Teil kann man das nicht erwarten, weil besonders in diesen Expertendatenbanken ist natürlich die Frage, wie gut ist der Experte, der die Daten einspeist. Das heißt, man kann natürlich zum Teil nach Datenqualität filtern, man kann aber auch versuchen, nach Plausibilitätsfiltern zu schauen, ob man nicht Daten im Nachhinein einfach nochmal automatisiert überprüfen lassen kann. Da gibt es die Möglichkeiten von beiden Seiten, aber letztendlich sind wir schon froh, überhaupt Daten zu haben, die wir filtern können, wo wir Qualitätschecks drüber laufen könnten durch die Experten. Wir brauchen die Experten unbedingt. Also auch selbst wenn wir automatisiert oder standardisiert mit Fotofallen und so weiter Daten bekommen, sind die nicht unbedingt immer gut und genau dann sind die Experten wichtig. Und die sind aber so selten und so rar mittlerweile, weil Universitäten die nicht ausbilden, weil Museen diese Funktion nicht mehr übernehmen. Das heißt, hier vielleicht eine Automatisierung, Standardisierung voranzubringen, aber dann die entsprechenden Gruppen fragen zu können, das ist natürlich ein Riesenschatz und ein positiver Weg in die Zukunft. Ergänzung oder? Vielleicht ein bisschen andersrum. Wir reden von Datenqualität. Was ist denn eine gute Datenqualität? Die Daten, das kann eigentlich nur der es die Daten wieder benutzen möchte, genau, entscheiden. Aber das ist eben genau der Punkt ist, es ist eigentlich, man redet immer, man sagt immer, Daten müssen gute Daten sein. Wir haben eher gesagt, fit for purpose oder fit for use. Das heißt, je nachdem, wer die Daten am Schluss benutzt, mag durchaus unterschiedliche Ansprüche haben, was denn er oder sie an diese Daten, was er benötigt davon. Das heißt, für uns ist eigentlich was wichtiger oder für mich persönlich sehr viel wichtiger, die Metadaten. Nämlich die Beschreibung der Daten, damit eben jemand, hast du ja auch gesagt, am Schluss rausfiltern kann, was für ihn oder sie, für seine oder ihre Anwendung wirklich notwendig ist. Und da fehlt es uns, da kommen natürlich die Standards rein. Ne? Also das ist natürlich klar, wir brauchen natürlich die Standards, damit wir diese Minimallisten oder Maximallisten an Metadaten erfassen, um hinterher
den Selektionsprozess machen zu können, was denn nun für eine bestimmte Anwendung die richtige Datensatz eigentlich ist. Also ich bin immer ein bisschen so mit dem Qualitätsbegriff so ein bisschen unglücklich an manchen Stellen, weil er liegt eben doch im Auge des Betrachters. Und Barbara grinst schon da hinten. Nein, der Punkt ist, der Rat hat sich ja sehr lange auch sehr intensiv mit dem Thema Qualität von Daten auseinandergesetzt. Und Michael war ja auch mit in der Expertenkommission sozusagen. Und letztendlich kann man eigentlich nur sagen, ja, ihr müsst Metadaten machen, ihr müsst vor allen Dingen das sauber beschreiben, eure Daten. Und das, glaube ich, müssen wir erreichen, und zwar über die Projekte hinweg. Dass wir das schaffen, das ist eben auch dann die Standards, dass wir diese Sachen wirklich haben am Ende des Tages und dann gucken, wer was davon benutzen kann. Das ist nur so am Rande. Ja, Herr Konz, ich hatte gesehen, dass Sie sich gemeldet haben. Ich würde trotzdem gerne Herrn Professor Wirth noch mit in die Diskussion holen. Sie haben viele Erfahrungen im Umgang mit Daten, mit Datenmanagement. Wo liegen hier die Fallstricke? Also was funktioniert nicht? Ich glaube, sehr wichtig ist, dass durch den Aufbau von NFDI for Biodiversity, vorher schon beginnend mit GF Bio, in der Domänenwissenschaft auch quasi neue Ressourcen freigesetzt werden. Früher war das so, es gab dann irgend so ein Datenprojekt, Z2 oder so, und da saß dann eine eierlegende Wollmilchsau, die sich um alles zu kümmern hatte. Also die Leute motivieren, die Daten rauszurücken, also das ist der psychosoziale Aspekt bei der ganzen Angelegenheit, aber auch irgendwelche Server dahin zu stellen und sich auch noch über die Langzeitarchivierung da, also das heißt, das waren normalerweise Leute, die konnten ein, zwei Sachen, aber der Rest war dann typischerweise Dilettantismus, und bevor man das dann alles gelernt hatte, war das Projekt zu Ende. Und wenn es jetzt so etwas gibt wie NFDI, dann kann sich die Domänenwissenschaft wieder darauf zu fokussieren, wirkliche Kuratorinnen und Kuratoren, die sich wirklich für die Daten interessieren und dafür sorgen, dass die in Ordnung sind und dass die gut sind und dass die akzeptiert sind, sich darauf zu fokussieren und dann die Arbeit auf verschiedene Schultern zu teilen und auf der anderen Seite die Leute, die Ahnung haben, das richtig machen zu lassen. Und ich glaube, da sind wir noch nicht ganz, da müssen wir aber hin. Muss ich ja jetzt gerade direkt fragen, was fehlt, um dahin zu kommen? Also vielleicht kann ich das noch kurz erweitern, dahingehend. Ich glaube, das ist so ein Schneeballeffekt, so ein positiver Kipppunkt, der erreicht werden muss, dass irgendwann es vollkommen selbstverständlich ist, wann immer ich mich in Deutschland für Biodiversitätsdaten interessiere, natürlich gucke ich zuerst bei NFDI for Biodiversity, und die sagen mir dann vielleicht, ja, guck auch mal da, und dann gehe ich woanders hin. Aber zurzeit haben wir eine große Diversität immer noch. Diversität ist gut an Daten und Expertisen, weil das ist ja das Rohmaterial, auf dem das alles aufbaut. Aber das ist natürlich auch eine Aufmerksamkeitsverdünnung und führt dann auch zu Heterogenität. Also wir haben dieses Wildwestbild vorhin gesehen. Das ist in der Datenlandschaft natürlich auch immer noch da. Ne? Das ist schon ganz schön viel Wildwuchs. Herr Konze, das funktioniert alles nur, wenn Sie und Ihre Kollegen mitziehen, ne? Wenn Sie die Daten einspeisen. Wir sind ja nicht alleine. Also der Hintergrund ist deshalb eben auch unser Punkt an der Stelle. Für uns ist natürlich ein zentraler Teil, dass eben, wenn ein Datum für eine Art steht, dort auch die Art tatsächlich gewesen ist. Das ist nicht immer eindeutig. Selbst wenn Sie Fotos haben, können Sie bei Libellen auch schon mal daneben liegen. Und wenn die Daten aus Foren kommen, die eben nicht kontrolliert werden, dann ist das halt sehr schwierig, wenn die Daten hinterher gepoolt werden und Sie gar keinen Zugriff mehr beispielsweise auf das dazugehörige Foto haben. Dann lässt sich das schlecht nachvollziehen. Sie kriegen das im Einzelfall raus, weil dann hinterher bei der Verbreitungskarte irgendwo so ein ominöser Punkt liegt, der da vielleicht nicht hingehört. Mhm. Aber Sie wissen nicht, ob der da nicht hingehört, weil Libellen können gut fliegen. Also das macht die Sache einfach schwierig. Deshalb, es ist tatsächlich in unserem eigenen Interesse, dass wir die Daten am Ursprung kontrollieren. Das passiert aber heute nicht überall. Es gibt einfach Foren, die haben auch eine ganz andere Philosophie. Und das finde ich auch in Ordnung. Da geht es eigentlich mehr um den Spaß an der Sache, um die Leute, die Menschen an die Natur, an die Arten heranzuführen.
Aber das ist eben mit gewissen Schwierigkeiten und Mängeln verbunden, die wir irgendwie auffangen müssen. Dafür müssen wir uns was überlegen. Ja, Herr Klöckner, sind solche Daten für Sie auch interessant? Das ist ja auch immer die Frage. Zum einen Daten, die kommen aus der Wissenschaft, aus Forschungsprojekten. Dann gibt es Daten, die werden von ehrenamtlichen Naturschützern gesammelt. Andere wirklich vielleicht von, ich weiß es nicht, Hobby-Ornithologen, die einfach mal rausgehen und aufschreiben, was sie gerade sehen. Welche Daten sind für Sie interessant und wie sieht vielleicht auch da die Arbeitsteilung zwischen den beiden Initiativen aus? Ja, natürlich nur aus der Wissenschaft, ne? Deswegen Forschungsdaten. Nein, es gibt immer noch die alte Diskussion, gerade in Bezug auf Qualität von Daten, nur die aus der Wissenschaft sind die guten Daten. Glauben Sie vielleicht, dass ein Doktorand im ersten Jahr mehr Ahnung hat wie ein Experte, der 30 Jahre lang die Sachen angeguckt hat? Definitiv nicht. Also aus meiner Sicht ist es vollkommen irrelevant, wo die Daten herkommen. Hauptsache, sie sind, und Herr Konze hat es ja wunderschön beschrieben, wirklich mit einer Sicherheit versehen, wo die Experten sagen, an diesen Datensatz glaube ich. Ne? Und das muss sowohl die Wissenschaft herstellen, das muss in gewissen Grenzen auch die Bürgerwissenschaft herstellen, das müssen die Verbände herstellen oder vielleicht die Verbände mit den Bürgerwissenschaften. Aber trotzdem finde ich auch, wenn Sie das sagen, es gibt auch Foren oder gibt vielleicht auch einfach Bewegungen, die sagen, naja, lass den Leuten doch mal den Spaß am Sammeln, dann ist das für mich auch legitim. Hauptsache, das steht irgendwo für mich in den Metadaten drin und ich kann hinterher sagen, dieser Punkt, den hat Herr Konze bestätigt, jo, nehme ich. Diese Punkte, da waren Leute unterwegs, die hatten eine Menge Spaß damit, sollen sie auch haben, aber da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger rangehen oder da muss sich eben jemand nochmal die Rohdaten anschauen, da muss ich nochmal die Bilder dazu angucken und wenn die nicht vorliegen, dann müssen wir halt sagen, kann sein oder kann nicht sein. Also wie gesagt, wiederum, da muss ein Flag hinten dran, not trusted so ungefähr. Also für mich sind Daten in jeder Form wertvoll, selbst verrauschte Daten, jemand macht eine Studie über Rausch im Daten. Für den sind die auch wertvoll. Es gibt keine schlechten Daten. Es gibt nur schlechte Interpretation der Daten oder Überinterpretation der Daten oder falsche Interpretation der Daten. Und das haben wir ja auch gesehen im politischen Umfeld. Dass man im Biologiestudium erstmal nicht unbedingt Artenkenntnis lernt, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Oder dass man sich da extrem anstrengen muss, wenn man da überhaupt ein bisschen Input bekommt. Was man zumindest lernen sollte, ist der Umgang mit Daten. Ja. Das Verständnis, was sozusagen, wie ich an Daten rangehe und wie ich sie zu interpretieren habe. Mhm. Aber das ist eine Statistik. Herr Krüss, ist das bei Ihnen auch so? Also ist das auch Ihr Umgang mit dem Thema? Oder? Ja, ich meine, wir sind damit ja auch immer konfrontiert, dass wir Daten, also auf Daten zugreifen können und auch Daten benutzen, aber natürlich auch zu ganz unterschiedlichen, für ganz unterschiedliche Fragestellungen. Geht es darüber, die Öffentlichkeit einfach zu informieren, Interesse zu wecken, Citizen Science Ansätze beispielsweise auch zu etablieren? Das hat eine andere Qualität, als wenn ich, was ich sagte, langfristig ein bundesweites Monitoringprogramm ausrollen will. Dann muss ich mit dem Ziel, für die Politikberatung verlässliche Biodiversitätstrenddaten langfristig beispielsweise liefern zu können, dann brauche ich dann einen anderen Ansatz. Dann muss ich von vornherein, das ist ja das, was ich vorhin sagte, sicherstellen, dass das, was an Daten gemacht wird, nachher dieser Fragestellung auch gerecht wird oder dieser Zielsetzung auch gerecht wird. Und dann muss ich das Programm entsprechend aufstellen und dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass Expertinnen und Experten ins Gelände gehen, die dann auch tatsächlich dafür sorgen, dass das auch funktioniert. Und ansonsten, wenn es darum geht, allgemeine Bilder wie Stunde der Gartenvögel oder andere Prozesse, wo viele Daten erhoben werden, die unheimlich wichtig und gut sind und auch viele zusätzliche Informationen auch bieten können, aber die kann ich jetzt eben nicht nehmen, um beispielsweise ein bundesweites Langzeitmonitoring im Sinne einer verlässlichen Politikberatung zu machen. Also da muss man dann ganz klar sagen, bestimmte Aktivitäten oder Datensätze sind für bestimmte Prozesse geeignet und andere eben nicht. Mhm. Und das wird hoffentlich dann eben auch über klare Metadaten und Etikettierung dann auch deutlich, wofür kann ich welche Datensätze nehmen. Ja, Professor Gemeinhäuser, Sie hatten mir am Telefon von diesen Wetterstationen erzählt. Ist das so ein Beispiel, an dem man das mal durch
deklinieren könnte? Oder? Ja, wir haben gerade ein BMBF-befördertes Projekt, AMOD, das auch ein Use Case hier ist. Wir versuchen, so eine Wetterstation für Artenvielfalt zu bauen. Das ist ein Prototyp mit verschiedenen Fallentypen, also um zum Beispiel alles, was zwitschert, quakt oder Geräusche macht, zu erfassen, also mit Geräuschfiltern. Dann Kamerafallen, alles, was irgendwie fotografisch zu nutzen ist, mit Vögeln, mit Säugetieren und so weiter. Und alles, was klein und unsichtbar ist, eben mit Barcoding-Methoden, wie es der Florian Lese vorhin gezeigt hat. Weil momentan ist das Problem, dass wir eigentlich die Artenkenner nicht mehr haben und vor allem gehen sie nie gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt an einen Standort. Wir bräuchten ja dann Vogelspezialisten, Insektenspezialisten, Pflanzenspezialisten an einem Standort, die zum gleichen Zeitpunkt sammeln. Im Zeitalter vom Klimawandel wird das immer wichtiger werden. Wie verändern sich hier die ganzen Lebensgemeinschaften? Also wenn die Pflanzen blühen, sind dann die Insekten da, sind die Vögel da, ist die Nahrungskette wirklich gegeben oder verschiebt sich das? Solche Daten wollen wir auch im NFDI zusammensammeln, um neue Werte, neue Aussagen treffen zu können oder auch um gegensteuern zu können. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur sammeln, sondern dass wir auch vielleicht dann Funktionalitäten, Lebensgemeinschaften und so weiter gemeinsam erfassen können. Und das sind Projekte, die er im aquatischen, limnischen Bereich Florian Lese gezeigt hat. Es gibt im marinen Bereich jetzt ein NFDI, hier ein Projekt, das genau solche Ideen ansammelt oder eben mit dem AMOD-Projekt im terrestrischen Bereich. Ja, spannendes Projekt und also ich finde es wirklich faszinierend und zugleich, wir beklagen ja schon ganz lange, dass die Experten aussterben, dass sie zum Teil so selten werden wie ihre Beobachtungsgegenstände. Kann man das wirklich ausgleichen durch sowas wie Barcoding oder durch solche Projekte, die dann vor allem messen, registrieren, Herr Wirth? Ist das ein Ersatz oder? Also ich bin da kein Experte. Mein Bauchgefühl dazu kann ich vermitteln, dass es eine hervorragende Ergänzung ist, weil einige von diesen Methoden eine ganz gute zeitliche Auflösung bekommen und Daten liefern, die vielleicht auch auf einer kürzeren Zeitskala bestimmte Wetterphänomene abbilden können oder sowas. Aber ersetzen kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem muss das natürlich alles immer wieder auch gut kalibriert werden. Genau. Also beides braucht es. Herr Konze, Sie haben sich... Ich würde da gerne in die gleiche Kerbe schlagen. Wir hatten vor 2 Jahren beim Westdeutschen Entomologentag einen sehr spannenden Vortrag von jemandem, der aus der klassischen Taxonomie kam und dann in das Lager der DNA-Leute gewechselt ist. Und der hat uns natürlich aus erster Hand berichtet, dass es eben tatsächlich so ist. Man hat eben die klassische Bestimmungsmethode gewählt und wusste am Ende, es gibt gewisse Probleme. Und dann hat man gedacht, naja, mit der DNA-Analyse löse ich die ganzen Probleme. Und am Ende des Tages ist es aber so, es sind 2 Methoden, die sich hervorragend ergänzen, aber beide haben ihre Mängel. Und gemeinsam kann man mehr erzielen. Wenn man jeweils nur das eine nutzt, ist es sehr schwierig. Und ich glaube, dass wir gerade auch auf der DNA-Ebene noch viel dazulernen können, dass wir das aber besser schaffen, auf einer guten Basis einer sicheren Bestimmung mit der klassischen Methode, also die Ergänzung von beiden. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen sollten. Absolut. Also ich würde dem absolut zustimmen. Die Methode der DNA-basierten Identifikation, wie es Florian Lese ja auch gesagt hat, ist sehr alt, das ist nichts Neues, aber die Detailgenauigkeit, was wir sagen können, ist immer noch in der Diskussion und die Methode ist immer noch ständig am sich entwickeln. Die Sequenzierung entwickelt sich weiter. Es ist keine Methode, die man so ad hoc aus der Tasche nimmt und sagt, ich kann es. Aber ich glaube, diese Parallelentwicklung ist eine ganz gute Methode, damit wir ein flächendeckenderes Monitoring garantieren können in der Zukunft. Und ich glaube, das ist wirklich diese Win-Win-Situation, wenn man zusammenarbeitet, was ein NFDI eine tolle Gelegenheit ist. Wir haben im Vorfeld auch über ganz neue Möglichkeiten der Datennutzung gesprochen, die sich aus solchen großen Pools ergeben. Können Sie das vielleicht noch ein kleines bisschen genauer beschreiben? Was entsteht da Neues, was wir jetzt noch nicht haben, wenn es gut geht? Also mir ist gerade am Nachmittag bei dem Vortrag über den IÖR-Monitor aufgefallen, wie hoch aufgelöst diese Daten sind. Und ein Problem bei den Libellen, auch nach den letzten 3 trockenen Jahren, ist natürlich, dass sehr, sehr viele Kleingewässer schlicht verschwunden sind. Und die Dynamik gerade an der Stelle in der Landschaft, die ist natürlich immens. Mhm. Und ein solches Verfahren, wo ich sozusagen auch die ganzen Zeitschnitte habe,
wo ich dann analysieren kann, welche Gewässer sind überhaupt da, welche sind schon wieder weg. Ich glaube, dass das uns in Einzelfällen wirklich helfen kann, dann auch Schutzmaßnahmen besser zu evaluieren, zu prüfen, wo müssen die Gewässer eigentlich hin, wie tief müssen wir sie machen, etc. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die kann man nicht alle aufführen und die können wir heute auch noch gar nicht alle vorwegnehmen. Da ist einfach das Grundprinzip, uns alle so zusammenzuführen, das ist das, was uns vorwärts bringt. Herr Wirth, direkt dazu, ja? Also zu diesem, was kann man denn mit diesen ganzen Daten machen? Auswerten und Paper schreiben. aber so eine Langzeitvision, die mir und anderen vorschwebt, wäre, dass man irgendwann dahin kommt, so ein lebendes Biodiversitätsdaten-Assimilationssystem zu haben. Also ganz ähnlich, wie das auch bei den Wettervorhersagen heutzutage so ist, die funktionieren mit theoretischen Modellen im Hintergrund, werden aber die ganze Zeit durch die Informationen aus den Wetterstationen gefüttert und sind dann in der Lage, 9 Tage, 14 Tage im Voraus irgendetwas auch zu prognostizieren oder rückwärts betrachtet irgendetwas zu analysieren, woran lag es denn jetzt. Und wenn wir immer mehr Biodiversitätsdaten haben und auch lernen, damit umzugehen, auch mit der Heterogenität von den Daten, dann kann es vielleicht tatsächlich mal sein, dass wir ein System bekommen, wo wir Karten bekommen von kritischen Zuständen irgendwelcher Populationen. Achtung, Achtung, vielleicht bricht da jetzt irgendwann demnächst mal was zusammen. Oder wir kriegen eine Abbildung dessen, Bereiche von Deutschland, in denen besonders hohe Zuwächse an naturschutzfachlich wertvollen Arten zu verzeichnen sind. Wir können das vielleicht sogar in Programme runterbrechen und sagen, ja, das lag da dran, weil wir damals da und da was gefördert haben. Da kann man sogar ein Reward-System daraus ableiten. Ne? Also, dass man tatsächlich nicht nur sagt, okay, ihr kriegt Geld dafür, dass ihr eine Hecke pflanzt zwischen euren Ackern, sondern ihr kriegt erstes Geld, wenn da hinterher auch mehr Vögel zu finden sind. Also sozusagen vom Ende her gedacht. Und das wäre eine Zukunftsvision, dass man da wirklich ein kräftiges Tool hat mit der ganzen Statistik, der ganzen Mathematik, mit der ganzen Computing-Performance auch dahinter, um sowas zu bekommen. Damit man dann am Ende quasi wieder zu der Kernfrage kommt, was kann denn die Datenerfassung tun, um nicht nur zu erfassen und zu beschreiben, sondern letztlich auch die Biodiversitätskrise ein Stück weit zu stoppen. Gibt es da noch Ideen zu? Das ist ja eigentlich wahrscheinlich das, was die meisten auch antreibt hier, zumindest die Praktiker. Ja, also ich an der Stelle schlagen natürlich jetzt mehrere Herzen in meiner Brust, weil ich als Biologe auch ständig draußen bin und solche Sachen umsetze. Und da ist natürlich klar, es gibt immer nur begrenzte Mittel. Und wenn wir also über diese ganzen Auswertungen mehr dazu wissen, was wirklich was bringt, dann können wir, glaube ich, Dinge wirklich viel gezielter einsetzen. Und das ist auch meiner Ansicht nach ein Punkt, die Evaluation von Maßnahmen, die passiert viel zu wenig. Und das brauchen wir, ob wir das jetzt en passant so mitkriegen oder ob wir das auf irgendeine Weise als Use Case auch noch integrieren. Aber das ist etwas, was der Naturschutzverwaltung, glaube ich, auch helfen würde, dass man wirklich weiß, diese Maßnahme funktioniert auch. Wir werden leider in Zukunft da auch wieder so ein bisschen auf Sicht fahren müssen, weil sich einfach durch den Klimawandel die Dinge so schnell ändern, dass wir vielleicht mit den Dingen, die in den letzten 10 Jahren funktioniert haben, in den nächsten 10 Jahren doch nicht weiterkommen. Aber das stelle ich mir schon so vor, dass das eben ein Output auch dieser Auswertungen ist. Ja, ist das für Sie, Herr Klang, das ist auch so eine Idee, so eine Vision, dass man in die Richtung vorankommt? Ich denke, das Grundprinzip in der Ökonomie ist Effizienz und Effektivität. Wie kann ich mit dem begrenzten Einsatz von Mitteln die höchste Effizienz erreichen und Effektivität im Sinne von das, was am Schluss auch wirklich ankommt. Daten sind für mich dafür die Grundlage. Aber ich würde die Frage vielleicht, was kann man mit Daten machen, vielleicht nochmal einen Schritt größer machen. Wenn wir die aktuelle Covid-Situation anschauen, ist es im Grunde genommen auch ein Biodiversitätsproblem. Und wenn ich das jetzt betrachte, dann haben wir jetzt gesehen, dass wir aktuell nicht in der Lage waren,
die Daten so zu verbinden, dass wir schnell genug reagieren konnten. Das ist dann passiert, aber erst auf massiven Druck, sagen wir mal so. Und das muss eigentlich da sein, um deutlich schneller reagieren zu können. Und wir sehen ja, Covid ist nicht nur ein gesundheitliches Problem, es ist nicht nur ein Biodiversitätsproblem, es ist vielleicht auch ein Grund oder vielleicht auch eine Auswirkung des Klimawandels. Wie spielt das rein? Kann man das ausschließen? Es ist auch ein ökonomisches Problem, und zwar ein massives, also auch ein sozialwissenschaftliches und ein wirtschaftliches Problem. Und wenn man jetzt mal die NFDI anschaut, in solchen Fällen würde ich mir wünschen, dass die NFDI, die Consort SWD, NFDI for Health, NFDI for Earth, NFDI Biodiversity sofort zusammenarbeiten können und einen gemeinsamen Datenpool haben und sagen, okay, hier passiert was, wir sehen schon, wo vielleicht Anzeichen sind und wir können wesentlich schneller, effektiver und effizienter sozusagen darauf reagieren, um dann vielleicht die Auswirkungen ja, zu minimieren. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. Also das ist eine ganz irgendwelche große, Träume darf man ja haben. Ne? Das sollte man haben, damit man überhaupt anfängt. Das ist jetzt die ganz große Vision. Herr Wirth, möchten Sie da nochmal auf die andere Seite gucken? Wir sprachen vorhin in der Pause ganz kurz darüber, welche Probleme es denn auch geben kann, wenn wir erfolgreich sind. Und da bin ich gespannt zu hören, welche Probleme Sie da sehen. Ja, also erstmal sind Daten da kein Selbstzweck, sondern die braucht man dann, um solche Dinge zu treiben, was gerade der Oliver gesagt hat. Es gibt aber auch tatsächlich eine gewisse Gefahr darin, in diesem Datenozean rumzuschwimmen und nicht irgendwann abzusaufen. Man kann auch zu viel Daten haben. Ja, es gibt jetzt zu jedem Quadratmeter in Deutschland, oder sagen wir mal 2,5 mal 2,5 Quadratmeter, wie wir es gerade gehört haben, irgendwelche Informationen, Layer über Layer, das Wetter und der Bodenstickstoff und die Entfernung zur nächsten Autowerkstatt, you name it. Und es kann einem tatsächlich passieren, dass man in der intellektuellen Verarbeitung von irgendwelchen Reviewern gesagt bekommt, ja, ich weiß ganz genau, da gibt es aber noch die und die und die Daten, werte das doch auch mal mit aus. Und dann kann man sich sehr schnell verrennen. Also man muss wirklich mehr filtern, mehr Hypothesen geleitet auch seine Fragen orientieren, weil man kann im Prinzip alles mit allem irgendwie korrelieren und es gibt auch alle möglichen statistischen Methoden, die sich auch sehr schnell entwickeln, wo ich alles reinschmeißen kann und irgendwas hinten rausbekomme. Also das heißt mit anderen Worten, die Bildung auf der Seite der Auswertung auch der nächsten Generation, die muss Schritt halten damit die überhaupt auf diesem Ozean navigieren können. Und ein weiteres Problem ist, man kann ja mit schnellen Rechnern ganz viel ausrechnen. Man kann auch Lücken ausfüllen in irgendwelchen Daten. Das nennt man Gap-Filling. Und man kann irgendwelche Modellvorhersagen machen. Und wenn man nicht ganz doll aufpasst, dass man wahre Daten von errechneten Daten in den Repositorien getrennt hält, und da gibt es viel Naivität, dann hat man Pandoras Büchse geöffnet. Dann kann man nämlich hinterher nicht mehr erkennen, was eigentlich wirklich gemessen wurde und was nur gedacht wurde. Also ich gebe mal ein Beispiel, die TRI-Datenbank, 270.000 Pflanzenarten mal 1.500 Traits. Das ist natürlich eine Matrix, die ist ganz schön leer. Ja, da sind ganz viele Felder nicht befüllt. Und jetzt gibt es Methoden, mit denen man das füllen kann. Also es sind dieselben Algorithmen, die man bei Amazon hat. Also Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, die interessieren sich auf folgende 10 Produkte. Und jetzt füllt man das alles rein und irgendwer am anderen Ende des Globus denkt, toll, ich habe jetzt Daten von dieser Art, weiß aber gar nicht, dass das gefüllt worden ist, speist das aber als Originaldatum wieder in die TRI-Datenbank zurück. Dann wird es ganz schön zirkulär. Ne? Ja. Also da muss man wirklich aufpassen. Ja, ich glaube, am Anfang war das wirklich so ein klassischer Unterschied zwischen Biologen und den Datenwissenschaftlern vielleicht. Ne? Die Biologen müssen fokussieren und für die Datenwissenschaftler ist erstmal jedes Datum wichtig und wertvoll. Aber Frau Gemeinholzer, Sie wollten direkt dazu und dann Herr Krüss.
gerne, ich würde gerne dazu antworten, weil natürlich ist es wichtig, diese Metadaten genau zu beschreiben. Und ich glaube, das ist auch wirklich, was Frank Oliver gesagt hat, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wissen müssen, was sind die Datengrundlagen, woher kommen die Daten. Wir haben am Anfang zur Entwicklung von GFBio und NFDI und das Ganze, die ganzen Kaskade, haben wir überlegt, was sind denn Primärdaten, was sind Rohdaten und welche Daten sind es wert, gespeichert zu werden. Und wir haben keine Antwort darauf gefunden. Wir wissen nicht, was die Zukunft braucht, welche Daten braucht die Zukunft. Das heißt, derjenige, der die Daten hergibt, der sie einspeist, vermutet, dass sie wichtig genug sind, um langsam bewahrt zu werden. Und ich glaube, man muss es dem Einspeisenden überlassen, weil es gibt so viele Experten in so vielen Gebieten, wir können es nicht mehr entscheiden. Wie du da sagst, es ist sehr heterogen und sehr divers und wir wollen diese Daten, weil sie könnten uns einen Mehrgewinn geben. Aber natürlich muss diese Datenausbildung, die Datenauswertung der Ausbildung, muss weiter vorangetrieben werden. Ja. Ja, ja, ich wollte auch an das anschließen, was Christian Wirth gerade gesagt hat. Ich meine, klar, auf der einen Seite muss man sicherstellen, diese Trennung zwischen virtuellen Daten oder errechneten Daten und tatsächlichen Daten, das ist ganz wichtig, um immer fragen, wozu brauche ich es für bestimmte Projektionen, kann das sehr hilfreich sein. Aber wenn ich konkret an einem bestimmten Ort irgendwas machen will oder nicht, darf ich hier handeln oder darf ich hier nicht handeln, dann ist es natürlich schon relevant, ob es reale Daten sind, die für diesen Quadratkilometer vorliegen oder eben nicht. Das ist das eine. Und das andere ist auch, durch diese zunehmende Menge an Biodiversitätsdaten und Erfassung wird natürlich auch der Eindruck erweckt, dass wir eigentlich überall schon wissen, was wo vorkommt. Und dass jeder Punkt, der sozusagen nicht da ist, auch als ein verlässlicher Nichtpunkt angesehen wird und nicht als ein einfach weißer Fleck, der er tatsächlich ist. Nämlich, es hat noch niemand nachgeguckt. Und auch da muss man genau aufpassen, dass man bei diesen Daten genau aufpasst, kann ich darauf eine Aussage aufbauen oder muss ich eben doch erstmal jemanden rausschicken, der dann nachguckt, ob nicht doch was da ist. Also auch diese Trennung ist unheimlich wichtig und das hat natürlich sehr starke Auswirkungen auf viele Sachen, auf den ganzen Bereich von Planung und Eingriffe beispielsweise, wo es wirklich immer darauf ankommt, was an Biodiversität haben wir dann vor Ort, die schützenswert ist und nicht welche, was haben wir vielleicht in der Nähe drumherum und was könnte man daraus errechnen, dass es vielleicht da ist oder nicht. Also das ist schon auch ein sehr kritischer Punkt, den man immer betrachten muss. Ist das, wenn man jetzt auf die beiden Initiativen guckt, Nationales Monitoringzentrum und NFDI for Biodiversity, auch so ein Unterschied quasi? Also Sie würden dann jemand rausschicken, um die weißen Flecken zu füllen? Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, also wir werden nie den Anspruch haben, dass wir für jeden, ich meine, welche räumliche Zelle man ja größer man jetzt definiert, ist erstmal egal, aber für jedes bestimmtes Quadrat in Deutschland für viele Facetten der Biodiversität tagesjahresaktuell einen Überblick haben werden. Das wird nie der Fall sein, das ist gar nicht machbar. Also von daher muss man immer genau gucken, welche Fragestellung steht dahinter. Dann bin ich wieder bei dem, will ich bundesweit Trendaussagen zu wichtigen Komponenten der Biodiversität machen, um der Politik zu sagen, bei uns entwickelt sich es jetzt eher doch besser und die Maßnahmen, die wir gemacht haben, greifen und macht das auf so einer Bundesebene oder will ich wirklich ganz konkret vor Ort Ursache-Wirkungsanalysen machen, Ähnliches. Das sind völlig unterschiedliche Fragestellungen und so muss ich halt an die Sachen auch rangehen. Gut, vielen Dank. Ich würde gerne mal eine erste Runde gucken, ob es hier Fragen gibt, hier im Raum, im Publikum. Fragen, kein? Ja. Ich würde gerne eine Anmerkung machen, also zu diesem Sampling. Also wenn man davon ausgeht, dass man eine Karte hat und hat man weiße Flecken da drin, dann sollte man also wissen, also wie mal diese Sampling-Basis tatsächlich ist. Es ist natürlich also essentiell, dass man also irgendwie systematisch vorgeht, wenn man also ein Monitoring betreibt, um eben halt repräsentativ in irgendeiner Form also die Grundgesamtheit abzubilden. Das gehört also zum wissenschaftlichen Handwerk. Ne? Klar. Und das heißt also, die Frage stellt sich dann in dem Moment gar nicht, wenn man das weiß, dass das eben halt also so erhoben worden ist, irgendeiner Systematik also folgt. Ne? Und das, Christian, was du sagtest eben halt also zu diesen vernünftigen Hypothesen und so, ihr erinnert euch ja sicher also an diese Publikation The Fourth Paradigm, wo es eben halt diese, naja, sag mal, diese hehren wissenschaftlichen Ansätze, also mit der Hypothesenbildung und so weiter, auch zum Teil dann verlassen worden sind.
Also der Grund ist natürlich auch evident. Das heißt also, gerade weil man also diese Daten unter Umständen also wirklich in Fülle da hat und in, was weiß ich, man macht eine Korrelationsmatrix und dann kann man da alles Mögliche rauslesen und so und versucht dann irgendwelche Prozesszusammenhänge irgendwie sich zurecht zu doktern und so. Aber auch da eben halt also gilt ja, dass man also wissenschaftliches Handwerk hier also anlegt. Das heißt also bestimmte Prozesszusammenhänge eben halt dann als Unsinn auch irgendwie deklariert, somit auch eine Hypothesen sich überhaupt nicht anbietet. Ne? Das heißt also, es ist nicht per se also davon auszugehen, also dass man jetzt nur, weil man also eine riesige Datenbasis hat, dass dann also nur noch Unsinn entstehen könnte. Also, aber ich sehe natürlich die ganzen Gefahren auch. Frau Gemeinholzer, ja genau, direkt dazu. Ich wollte auch nochmal sagen, ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, wie wenig wir über unsere Arten in Deutschland wissen. Es gibt natürlich Artengruppen, die sind extrem gut erforscht, aber ich glaube, wir kennen nur 30% unserer Insekten in Deutschland. Das heißt, wir kennen 70% nicht. Wir kennen sie nicht in verschiedenen Stadien. Also wir haben so wenig Wissen. Also wir müssen unser Wissen ganz dringend erhöhen, weil die Arten sterben eigentlich weg, ehe wir sie erfasst haben. Das heißt, wir wissen nicht, wo sind sie verbreitet, wo kommen sie vor, wir wissen ihre Lebensgemeinschaften. Wir wissen Artinteraktionen oft gar nicht, welche, zum Beispiel welche Pflanzen werden zu welcher Jahreszeit von welchen Insekten gebraucht. Es ist so wenig Wissen in diesem Biodiversitätsthema eigentlich vorhanden. Und es ist so eine schnelle Veränderung. Und das ist ein großer Missstand. Ja, und das ist nicht nur in den Tropen, sondern auch bei uns, wenn man außerhalb der Wirbeltiere sozusagen guckt. Ne? Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Ja. Ich hätte eine Frage an Herrn Grüß. Ist vielleicht auch eine Art Expertenmonitoring geplant? Die sind ja auch eine aussterbende Spezies, die Artenkenner und sowas. Gerade für die Gruppen, die, und, wie Birgit gesagt hat, die so wenig bekannt sind in Deutschland und ob man da sowas plant. Also ein Monitoring der Experten haben wir jetzt nicht geplant, aber ich glaube, da gibt es genug Akteure, auch gerade in den verschiedenen Fachgesellschaften, die ja genau wissen, wie ihre Altersstrukturen, ihre Nachwuchssituation aussieht. Und was wir natürlich tun, das wird sicherlich auch eine Aufgabe natürlich vom Monitoringzentrum sein, aber das ist auch im Bundesamt für Naturschutz und in anderen Einrichtungen immer schon eine Aufgabe gewesen, ist natürlich ehrenamtliche Arbeit zu fördern. Das kann man natürlich über verschiedene Instrumente und Möglichkeiten machen. Das Rote Liste-Zentrum wurde vorhin ja auch schon mal angesprochen, beispielsweise widmet sich ja gerade auch dieser Aufgabe beispielsweise. Das müsste jetzt nicht das Monitoring-Zentrum noch machen. Beispielsweise für bestimmte Experten-Communities da auch zu gucken, dass man Nachwuchs gewinnt. Und es laufen ja jetzt auch über die Akademien beispielsweise, über solche Prozesse wie Zertifizierung von Artenkennern und so weiter an. Also da passiert schon im Moment viel, weil man erkannt hat, dass diese Entwicklung unsäglich ist, dass uns nicht nur die Arten, sondern auch die Experten abhanden kommen. Aber man steuert dem ja jetzt auf verschiedener Ebene gegen. Ich meine, wir unterstützen das, weil wir brauchen letztendlich fürs Monitoring natürlich die Expertise. Aber diese Aufgabe selber überlassen wir natürlich denen, die damit mehr Erfahrung haben. Herr Konze, Sie, genau, was kann man tun, um den Nachwuchs zu motivieren? Ich würde gerne zwei Punkte dazu ergänzen. Das eine ist tatsächlich, Herr Grüß hat recht, es gibt diese Initiativen, KenArt und andere Sachen. Das heißt, wir arbeiten auch als Fachgesellschaften aktiv daran, unseren eigenen Nachwuchs auszubilden, dass wir da nicht leer laufen. Ich glaube, das wird auch laufen, aber das konzentriert sich halt immer, da bewegen wir uns im Kreis, auf die üblichen Verdächtigen. Das heißt Libellen, Heuschrecken, alles das, was planungsrelevant ist. Das heißt, diese große Anzahl von Arten, auf die Sie abheben, davon werden wir auch in Zukunft erstmal keine Artenkenner haben. Und da muss man den Spielball, glaube ich, an die Universitäten so ein bisschen zurückschicken. Das ist meiner Ansicht nach auch eine Aufgabe der universitären Ausbildung, dass es da dann auch Leute gibt, die sich mit Mücken, mit Kolembolen oder mit was auch immer sich beschäftigen. Frau Gemeinholzer, was kann man tun, um da den Nachwuchs auch zu motivieren, um Interesse zu wecken? Danach gehen wir wieder ins Publikum, genau.
Es ist schwierig, denn die Universitäten unterrichten in der Regel Biologie und die Biologie ist natürlich explodiert in den letzten Jahrzehnten mit der ganzen Molekulargenetik, der ganzen Diversität im biologischen Bereich. Da ist natürlich die organismische Biologie nur ein ganz kleiner Teil und wahrscheinlich braucht es eine Trennung von organismischer und molekularer Biologie in einem Biologiestudium in der Zukunft. Ja. Das ist auch mein Gefühl, es wird zu eng in der Biologie, ja. Weil die Fächer einfach explodieren und man das in die Köpfe gar nicht mehr reinbekommt. Und vielleicht ist es an der Zeit, das ein bisschen zu differenzieren und sich wieder etwas zu spezialisieren. Ich komme noch aus den 90er Jahren an meiner Uni in Bayreuth, da gab es noch diese Sorte von Leuten, die sich mit Dingen wirklich tief auskannten. Die werden wirklich weniger. Sehr viel weniger, auch an den Unis, nicht nur in den Gesellschaften. Ja. Ganz vereinzelt gab es sie bei uns auch noch, aber das ist wirklich auch eine aussterbende Spezies, die Professoren, die noch Exkursionen gemacht hatten und den Studenten wirklich was gezeigt haben. Aber wir hatten hier auch noch eine Frage, eine Stellungnahme im Publikum. Ja. Ah, aus dem Chat, ja, sehr gerne. Ist das Mikro gerade an? Nee, es gab einfach nur noch, das war keine direkte Frage, aber es gab im Chat noch zu der Expertenmonitoring, also zu dem Monitoring von Experten, quasi die Anmerkung, dass es ja auf EU-Ebene die Red List Taxonomist-Seite quasi gibt, wo zum Beispiel Taxonomie-Experten gelistet werden. Und in Deutschland gibt es ein Projekt namens Fördtax, welches Taxon-Kenner und deren Angebote zusammenstellt mit Förderung vom BFN. Genau. Und dann kam jetzt gerade noch die Frage rein von Julian Tafner. Warum spannt man keine pensionierten Hobby-Taxonomen ein? Die Nachfrage bei solchen Projekten sind immer sehr groß und das Wissen enorm. Ich weiß nicht genau, an welche Frage. Der Trend geht zum Pensionär. Ja. Herr Konze, wollen Sie darauf antworten? Also auf die letzte Frage schon mal antworten, denn ich glaube, das wird ja getan auch, oder? Also zumindest von den Fachgesellschaften, von denen ich weiß, gibt es Seminare und Exkursionsangebote. Das ist allerdings, wenn man das jetzt auf Deutschland insgesamt betrachtet, glaube ich schon der Tropfen auf den heißen Stein. Ich muss allerdings auch sagen, das mache ich jetzt seit 30 Jahren, solche Seminare geben. Das geht auch rauf und runter. Sie haben dann manchmal nur 3 oder 4 Leute, die kommen. Wir machen das natürlich trotzdem. Aber Sie können nicht unbedingt immer voraussagen, dass Ihr Kurs dann auch voll ist. Nur also, um einfach zu sagen, die Resonanz in der Bevölkerung ist sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, im Moment ist es wieder mehr, aber es geht einfach auch rauf und runter. Wenn es oben bleibt mit der Nachfrage, mache ich mir um bestimmte Artengruppen keine Sorgen, weil da ist das Angebot auch da, aber wir kriegen die Spezialisten für die Arten, die wir noch gar nicht kennen, die kriegen wir auf dem Wege eben nicht. Da braucht es dann spezielle Programme und in dem Maße, in dem das die Artenkrise und die Biodiversitätskrise bekannter wird, ist ja die Frage, ob es da nicht dann vielleicht doch auch nochmal Förderprogramme gibt und das was ist, was man an die Politik nochmal adressieren müsste. Aber hier gab es jetzt auch im Raum noch eine. Ja, ich wollte mal den Punkt nochmal in eine Wunde auch legen, ne? Weil wir sprechen ja sehr viel über Daten, ne? Es wurde ja schon angedeutet, dass Modelldaten gibt es ja auch. Ne? Tatsächlich gibt es ja viel mehr Modelldaten, die errechnet worden sind, als Daten. Daraufhin zielt auch meine Frage, wenn wir an Services denken mehr, statt an Daten, ne? Weil auch im FAIR Paper wurde von Services gesprochen, nicht von Daten. Das sind nicht die FAIR Data Principles, sondern die FAIR Data Research Objects Principles. Was muss man bei Services auf den Daten besonders beachten, um die in einem nationalen Forschungsdateninfrastruktur zu platzieren? Was sollte man da noch zusätzlich beachten? An wen geht die Frage? An alle. An alle natürlich. Ne? An die Datenexperten. Also ich denke an die Services, die sind ganz, ganz relevant und mir ist die Diskussion zu viel an Daten. Es wird halt auch in Services gedacht. Machen wir der Reihe nach. Herr Glöckner, wollen Sie anfangen? Oder? Ich denke noch. Dann Herr Konze, Sie, also, Sie haben schon ausgedacht. Ja, mir fällt nur ein Punkt ein, der uns aktuell durchaus immer wieder Kopfzerbrechen macht. Das heißt, dieses ganze Datenhandling ist heute ja auch durchaus juristisch nicht so einfach. Es klang ja auch in dem einen Vortrag an, dass Datenschutz ein wichtiges Thema ist.
beispielsweise im Zusammenhang mit unserer Qualitätskontrolle, Sie können Daten gegebenenfalls weitergeben, aber Fotos, die jemand gemacht hat, nicht so ohne weiteres. Und das heißt, das ganze Thema Datenschutz ist etwas, was natürlich bei uns ehrenamtlich organisierten Leuten, ja, da fühlen wir uns immer so ein bisschen unsicher. Und wenn wir da beispielsweise juristische Unterstützung bekommen oder das auf der Plattform schon von alleine mitgelöst wird durch bestimmte Dinge, die man da beachten kann, wir versuchen das natürlich selber auch aufzufangen. Aber das ist etwas, wo wir über Hilfe dankbar sind. Ja, selbst bei der NFDI for Biodiversity, ne, das bei Health ein Riesenthema ist, das leuchtet mir sofort ein. Ich hätte das jetzt hier gar nicht so. Ist das ein Thema, was Sie auch beschäftigt, ja, der Datenschutz? Auf jeden Fall. Wir haben auch im TH1-Test einen Workshop gemacht über Datenrechte, wollen das auch noch weiter vorantreiben. Also wir werden dranbleiben und versuchen, hier einen Mehrwert zu generieren, um das Wissen innerhalb der Community zu konglomerieren. Wir haben keine Lösung, das muss ich gleich sagen. Aber wir versuchen, das Wissen weiterzugeben, wie kann man bestmöglich mit diesem Problem umgehen. Und wir bleiben dran in NFDI for Biodiversity. Herr Wirth aus IDIF, Datenschutz, gibt es da Erfahrungen, die Sie weitergeben könnten? Also ich hatte das jetzt nicht nach Datenschutz verstanden, sondern nach Services. Vielleicht antworte ich eher auf deine Frage. Ja. Definitiv mehr Services, also höherwertige, ja, Services und abgeleitete Daten. Ne? Ja. Und wie man mit Datenqualität umgeht, also so Stichworte wie Provenance, mhm, zum Beispiel und Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit sind so, genau, Dinge, die man sich ja wünscht, aber in vielen Dingen ja überhaupt nicht möglich ist. Aber trotzdem möchte man Garantien irgendwie haben, ne? Dass das Resultat vernünftig ist, ja, was der Service ausspuckt. Also das ist eine komplexe Frage, weil das hängt wirklich vom Nutzer ab. Also wer nutzt dann am Ende die Daten? Also in der Wissenschaft, an so einem Zentrum wie IDIF oder auch in anderen, ist, glaube ich, der Bedarf an Datenvorauswertung relativ gering, weil das zu dem wissenschaftlichen, intellektuellen Prozess selber gehört. Das wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler typischerweise selber in der Hand behalten und sehen das ungern externalisiert. Das stößt aber natürlich auch an Grenzen. Also zum Beispiel, wenn man Modelle rechnen muss, um Daten auf unterschiedlichen räumlichen Auflösungen zu bekommen, ja, dann ist es gut, mit so jemandem wie dir zu sprechen, beispielsweise. Ja. Oder wenn man den bestmöglichen Wetterdatensatz bekommen möchte, dann braucht man irgendwo mal in dem Workflow natürlich Meteorologen auch mit da drin. Wenn man jetzt aber auf Auswertung von Daten zum Beispiel kommt, die möglicherweise Herr Konze produzieren würde, da gibt es ja dieses wirklich schöne Projekt ESMON, wo das sehr gut funktioniert hat, dass da der Bedarf an Auswertung, an komplizierten Auswertungen da war, der vielleicht jetzt aus den Gesellschaften heraus selber nicht gedeckt werden kann. Und dann gab es wirklich eine großartige Kooperation, wo das wirklich vom Libellencacher bis zum High-Performance-Computing-Cluster alles durchexerziert wurde. Und am Ende kommt ein Ergebnis raus, wo man sagt, okay, die Libelle geht hoch und die Libelle geht runter. Das wollte ich wissen. Also da war der Service der Auswertung ein ganz wesentlicher. Ob das jetzt NFDI bereitstellt oder sowas wie IDIF oder sowas wie Senckenberg, ist jetzt mal eine andere Frage. Oder irgendeine Uni. Ja, noch jemand dazu? Oder? Ich denke, also grundsätzlich, das ist, was du gesagt hast, wir müssen schon noch überlegen, und das ist mir jetzt gerade wieder aufgegangen, welche Zielgruppe bedienen wir genau? Also wenn ich jetzt einen Wissenschaftler bediene mit meinen Daten, dann gehe ich davon aus, dass der Wissenschaftler am Schluss in der Lage sein sollte, wirklich für sich selber zu entscheiden, welche Daten benutzt er, wie macht er es, wie macht er Qualitätssicherung. Es gibt ja auch dann eben das Paper und den Peer-Review-Prozess, also da ist sozusagen ja noch ein nachgeschalteter Prozess dahinter. Wenn ich natürlich jetzt einen Politiker bedienen muss, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass er irgendeine Ahnung hat, was da passiert. Also dem muss man natürlich schon Daten geben, wo man sichergestellt hat, dass, also einen Service liefern, der sicherstellt, dass die Daten, die da drinstehen oder die Auswertung oder die Information, die er daraus zieht oder das Wissen, wirklich auch abgesichert ist, sodass er daraus auch eine politische Entscheidung treffen kann. Das ist ein guter Punkt, nämlich die EBWs sind ja genau für Politiker gedacht und sind berechnet. Ne? Ja, also ja, wen beliefern wir mit welchen Daten? Ne? Das ist, glaube ich, noch so ein grundsätzlicher Punkt. Was ist unsere Zielgruppe am Ende des Tages?
Und je nachdem muss ich dann auch den Datensatz entsprechend filtern oder voraufbereiten und sicherstellen, dass eben diese Information, die da rausgeht, wirklich dem Stand der Wissenschaft entspricht und die daraus folgenden Entscheidungen durch die Politik nicht eben beeinflusst sind durch vielleicht Ausreißer oder schlechte Daten. Die Frage ist, wer leistet das? Leistet das die NFDI als Datenprovider? Leistet das das Monitoringzentrum? Leistet das, ich weiß es nicht gerade. Die Wissenschaft? IDEF? Ach, IDEF macht es. Also ja, auch nicht alles. Kuss, wer leistet das? Also aus meiner Sicht ist das natürlich primär Datenauswertung und Dateninterpretation ist natürlich eine wissenschaftliche Fragestellung erstmal. Und Wissenschaft sollte ja den Anspruch haben, dass sie dann auch exakte oder belastbare Aussagen und Ergebnisse liefert. Und dann hängt es natürlich einfach davon ab, was ist die Zielgruppe wiederum, für den ich diese Daten und wie ich die auswerte. Also für die Politik müssen sie besser, einfacher verständlich sein als für einen Wissenschaftskollegen. Brauchen vielleicht weniger in die Tiefe gehen, aber müssen dann vielleicht dafür einen stärker übertragbaren Wert haben und so weiter. Das muss man immer überlegen, aber ich denke, die wissenschaftliche Auswertung, um die kommt man nicht drum rum. Vielleicht, jo. Frau Gemeinholzer wollte noch, Herr Wirth, dann haben wir eine Frage aus dem Chat und dann sind wir nämlich auch schon quasi am Ende. Echt? Ja, wir hatten im Vorfeld bei dieser ganzen Genese GFB und NFDI darüber nachgedacht, was brauchen wir? Und wir haben festgestellt, wir brauchen gewisse Funktionalitäten, die die Datenverfügbarkeit zeigt, aber die exakten Analysen, wie ja gesagt wurde, laden sich oft die Wissenschaftler selbst hinunter. Aber eine Visualisierung, einen gewissen Grad der Visualisierung der Daten ersteigert die Attraktivität und führt dazu, dass man neue Fragen vielleicht entwickeln kann. Das heißt, ich glaube, man braucht einen gewissen Bausteinkasten innerhalb von NFDI, der die Datenverfügbarkeit und die Attraktivität der Daten zeigt, aber es gibt gleichzeitig auch die Möglichkeit zu sagen, ich lasse mir woanders hin in die Research Data Commons Cloud oder woanders, wo ich rechnen möchte und mache was fancy Sachen mit den Daten. Ja, der wird direkt dazu, oder? Ja, also ich denke, dass die Grenze des Auftrags an die Wissenschaft ist da, wo es beginnt, ins Hoheitliche rüberzugehen. Also wenn es eine hoheitliche Aufgabe ist, irgendetwas zu monitoren, und das kann auch eine sehr komplexe Analyse sein, das muss jetzt nicht einfach nur irgendwas Einfaches sein, sondern sehr komplex, dann ist das irgendwann, geht das aus der Sphäre der Wissenschaft heraus. Also Grundlagenforschung typischerweise hat eine vergleichsweise geringe Aufmerksamkeitsspanne, wenn es um repetitive Dinge geht, die man einfach nur irgendwie wissen muss, um irgendeine politische Entscheidung zu führen. Und da muss man sich dann irgendwann den Staffelstab auch mal übergeben. Ja, ganz wichtiger Aspekt noch. Ivo, du hattest noch eine Bemerkung, eine Frage aus dem... Es kam hier noch im Chat, kam noch ein relativ langer Kommentar von Birgitta König-Ries und ich frage mich gerade, ob sie den kurz selber sagen will, ansonsten würde ich natürlich auch vorlesen, aber wenn ja, Birgitta, dann mal kurz die Kamera anschalten. Ja, perfekt, das läuft. Dann muss ich die jetzt noch kurz entstummen. Kannst du das? Entstummen. Ja. Machst du mal? Okay. Auch ein neues Wort. Birgitta, genau. Gut, dann bin ich jetzt entstummt und hoffentlich auch zu hören. Ja. Ich wollte ganz gerne ergänzen zu der Frage nach der Notwendigkeit von Diensten und wie eng die eingebunden sein müssen. Und denke, da sind noch zwei Aspekte ganz wesentlich, die wir in NFDI ja auch betrachten. Das eine ist, dass es natürlich richtig ist, dass ein erfahrener Wissenschaftler vielleicht diese Anleitung und diese Beispiele nicht braucht, aber es ja natürlich auch Nachwuchs gibt und für den es ganz wichtig ist zu sehen, wie können denn solche Analysen aussehen, wie geht man denn mit den Daten um, wie muss man sie aufbereiten, was kann man mit welchen Daten machen, was kann man mit welchen Daten vielleicht nicht machen. Und das ist ja was, was wir auch zum Teil in den Use Cases, zum Beispiel in dem IDEF Use Case in NFDI leisten wollen. Ja, wir wollen Beispielanalysen zu guten Papern zeigen und damit zeigen, wie macht man denn Wissenschaft in dem Bereich. Und das andere ist, weswegen ich glaube, dass wir eine ganz enge Verbindung zwischen Daten und den Services brauchen, das ist ja egal für wen immer relevant ist, dass nachvollziehbar ist, wo kommen denn diese Daten her und wie wurden sie verarbeitet. Wenn man die Information nicht hat,
sind die Daten letzten Endes wertlos, ja, weil ich dann nicht weiß, kann ich diesem Datenelement trauen oder passt das oder passt das nicht. Also auch brauchen wir auch unter dem Aspekt ganz klar diese enge Verbindung zwischen Daten und Diensten. Ja. Das war mein langer Kommentar aus dem Chat nochmal mündlich wiederholt. Vielen Dank. Das war jetzt ein Kommentar, der stand für sich, ne? Genau. Du hast noch eine Frage. Genau. Das ist dann auch die letzte. Genau, wir haben noch Wolfgang Müller, der auch noch einen Kommentar loswerden möchte und den würde ich jetzt auch kurz entstummen. Wenn Wolfgang Müller, genau. Ja, aber ist ja auch schön, dass wir. Das kann wird losgehen, jeden Augenblick. Ja, genau. War nur nicht gefasst, dass ich das nochmal abnicken muss, dass ich auch wirklich gehört werde. Ja, schön. Vielen Dank für das Meeting heute. Meine Frage war so ein bisschen, ich habe da so rausgehört, dass man ein bisschen blocken möchte, dass, oder die Nutzer davor bewahren möchte, Fehler zu machen auf Basis der Daten. Und ich wollte vielleicht ein bisschen provokativ fragen, ist nicht der ganze Sinn von Open Data, Leuten die Freiheit zu geben, ihre eigenen Dummheit mit Daten zu machen, anstatt ihnen zu sagen, wie sie Daten interpretieren wollen oder sollen? Und was ist eure Meinung dazu? Das ist doch eine wunderbare Frage für die Schlussrunde. Ich hatte mir auch eine überlegt, die ziehe ich zurück. Machen wir hierzu eine Schlussrunde. Herr Wirth. Ja, zumindest in der Grundlagenforschung müssen alle Dummheiten erlaubt sein. Also ich bin vollkommen dieser Meinung. Das ist der intellektuelle Prozess, der die Dummheiten mit enthält. Ja. Ja. Ich würde auch sagen, in der Forschung würde ich dem vollkommen zustimmen. Ich sehe aber auch die Problematik in Social Media, die das vielleicht unqualifiziert nutzen könnten und wäre da deswegen auch ein bisschen vorsichtiger. Herr Krüss. Genau, ja, dem würde ich mich auch anschließen. Und normalerweise gehört für mich auch zu Open Data auch Open Metadata. Und das würde ja vielleicht dann auch dazu führen, dass da der Unsinn, der mit den Daten getrieben wird, dann, wenn er seriös gemacht wird, dann vielleicht sich auch in Grenzen hält. Herr Glöckner, Mut zum Unsinn oder möglichst Unsinn vermeiden? Ja, in der Forschung darf man jeden Unsinn machen, ne? Dafür ist die Forschung da. Aber die Frage ist halt, wie viel Unsinn lassen wir der Politik damit anstellen? Und da habe ich meine Bedenken. Also da würde ich schon sagen, da müssen wir ein bisschen den Unsinn eingrenzen. Weil sonst kommt noch mehr Unsinn raus und das möchte ich eigentlich nicht. Herr Konze? Ja, aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, manchmal sind ja die scheinbar falschen Daten die spannenden Daten. Ob sie dann falsch sind, kann man gar nicht immer entscheiden. Das kann auch nicht immer ein Experte machen. Von daher bin ich da auch durchaus für Offenheit. Für mich ist immer wichtig, dass man die Sachen nachvollziehen kann. Das heißt, dass ich unter Umständen wirklich weiß, wo kommen denn die Daten her, um dann gegebenenfalls zu entscheiden, wie ich sie einordne. Ansonsten finde ich einfach das Fair-Prinzip eine wirklich gute Entwicklung. Damit sollte man arbeiten. Vielen Dank. Ja, als Journalistin stehe ich dem Unsinn im öffentlichen Raum auch zunehmend skeptisch gegenüber. Das sind durchaus Fallstricke bei aller Sympathie für Unsinn und Fehler und Dinge, die man in der Forschung so machen kann. Ein Punkt, über den ich gerne noch gesprochen hätte, aber das können Sie ja vielleicht morgen tun oder wir tun es in ein oder zwei oder drei Jahren, ist nochmal die Kommunikation und eben auch der Journalismus. Ich denke, diese Initiativen sind wichtig und wertvoll, aber einfach noch gar nicht genug bekannt. Und das wäre nochmal so ein Punkt. Was kann man denn eigentlich machen, um sie bekannter zu machen? Sowohl bei Forschenden als auch bei Naturschützern und überhaupt in der Gesellschaft. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht beantworten. Das ist sozusagen ein Arbeitsauftrag für die nächsten Jahre. Wir twittern schon mal. Bitte? Wir twittern schon mal. Ja, genau. Da kommen dann die Antworten. Nein, ansonsten bleibt mir nur, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken bei Ihnen, bei allen Referentinnen und Referenten, bei den Zuschauern hier und natürlich auch bei den virtuellen Teilnehmern. Und da möchte ich ganz herzlichen Dank sagen an unseren Gastgeber, das UFZ, und an die Technik, die wirklich wunderbar funktioniert hat und überhaupt an all die vielen helfenden Hände und Organisatoren, die man immer nicht sieht, aber die dafür verantwortlich sind, dass diese Tagung so erfolgreich gelaufen ist. Und jetzt, nach so viel Theorie, würde ich am liebsten rausgehen und irgendwie Vögel gucken oder Libellen oder Schmetterlinge. Ja, vielen Dank.
Genau, und ganz herzliches Dankeschön für die tolle Moderation. Danke. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das ist gut. Sehr gut.